So, heute ist Dienstag, der 6. Juli, 8:52 Uhr. Live aus dem Stasi-Café 37574 Einbeck. Für diejenigen, die mich nicht kennen, ganz kurze Introduktion, diesmal wirklich ganz kurz. Mein Name ist Adrian Lachstedt, das ist mein bürgerlicher Name. Der Person, das ist der Name meiner Person, die im Vatikan gehört, sich im See- und Handelsrecht befindet. Deswegen nehme ich mich überall Adrian aus der Familie Milosevic, beziehungsweise Adrian from the Family Milosevic, um mich davon abzugrenzen und von der Satanisten-Freimaurer-Familie Lachstedt, aber der ich nichts mehr zu tun haben will. Ich bin Projekt Monarch Beta, MK Ultra, Sexsklaven, Mind Control Opfer. Genau, mir hat man mein ganzes Leben zerstört. Deswegen jetzt, damit ich halt darüber halt nicht berichten kann, beziehungsweise es gab auch schon mehrere Mordversuche auf mich. Mehrfach. In der Hoffnung, ja, mich halt loszuwerden, aber das ist den Geheimdiensten alles misslungen. Ja, und jetzt ist es irgendwie so ein Patt, irgendwie keine Seite will aufgeben, ich sowieso nicht. Tja. Ja, naja, die Geheimdienste sind alle auf dem sinkenden Schiff, das wissen die auch, aber so richtig sinken wollen sie noch nicht. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber ist mir auch egal. Weil, wie gesagt, das Schiff ist am sinken und früher oder später wird es sinken. Jetzt ist halt nur die Frage, wie lange dauert es, bis es sinkt, ne? So, also mein Schiff wird definitiv nicht sinken. Ganz einfache Kiste hier. So. Ist einfach nur die Frage, wie lange dauert es, bis es abgluckert, ey? Ist die Preisfrage. Ne, auf jeden Fall so. Ja, ich muss jetzt das Hausdrittel, also das KZ, mein persönlich für mich angefertigtes KZ verlassen. Weil ja, die Folter wieder so, ja, unerträglich, kann man schon sagen, war, ist, dass ich da jetzt einfach mal frische Luft brauchte. Das ist, deswegen bin ich auch den ganzen Tag nur noch am Spazieren. Das Einzige, was mir bleibt, spazieren gehen. Geld habe ich nicht, keins. Ich möchte auch mal wissen, wer mich auf die grandiose Idee kam, mich in dieses Projekt Monarch reinzusetzen. Ob das mein Großvater war, aber der kann das ja nicht alleine entschieden haben. Ja, weiß ich nicht, die Verbrecher alles, ne, gehören alle hingerichtet. So, und so wird das Video auch heißen. Das Video wird heißen, wir sehen uns vor Gericht. Heute so, wie gesagt, die Videos sind auch, das ist ein bisschen komisch immer, das Mittel der Wahl bei mir irgendwie so, mich den Leuten mitzuteilen. Wie gesagt, irgendwie noch verzweifelte Hilferufe aufzustoßen. Ich verstehe es nämlich echt nicht, ey. Ich habe hunderte Abonnenten, tausende, ne, nicht, tausende auf dem einen Kanal, tausend da. Und wirklich keiner unterstützt mich mal wirklich richtig gegen die Geheimdienstqualität. Vielleicht drei, vier Leute von den tausend, aber das reicht alles so nicht. Es ist einfach zu kotzen, ne? Naja, wie gesagt. Ja, aber vor allem, ich sag euch übrigens mal eins, jetzt mal meine Zuschauer. Wenn ihr nicht mir helfen wollt, okay, aber dann helft euch mal wenigstens selber. Weil ihr werdet früher oder später genauso betroffen sein. Wie gesagt, die neue Weltordnung sieht vor, dass 90% der Weltbevölkerung halt eliminiert werden. Bedeutet also, früher oder später wird man euch auch irgendwie umbringen und alles zerstören. Also, naja, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, die Leute peilen das hier gar nicht, ne? Dass man hier auf 500 Millionen Menschen runter will, weltweit. Von 7 Milliarden. Wie gesagt, 3 Milliarden sollen ja wohl auch schon geimpft sein aus offizieller Dings. Mit dieser Nano-Scheiße. So, dann wird man warten, dass sich noch mehr Scheiße, Leute die Scheiße holen, dann wird man mit 5G in diesen Funktürmen ein paar Signale losschicken und dann sterben die Leute, wie die fliegen. So. Ja. So wird das dann sein. So, auf jeden Fall, früher oder später, wie gesagt, ihr könnt euch ja mal googeln. Agenda 2021, Agenda 2030. Also, ihr werdet sowieso alles verlieren, also macht es eigentlich gar keinen Sinn, jetzt mich hier zu bekämpfen oder mich zu ignorieren, weil ihr sowieso alle selber im Arsch seid. Alle, die hier zugucken jetzt, auch die Geheimdienstler und sonst was. Naja, mir soll es egal sein. So. Auf jeden Fall. Ja, da ist hier auch schon wieder einer. Das sieht mir so. Ja, wobei ich will nicht. Aber ich weiß schon, welche. Ist einer aus München gewesen gerade. Der BND Pullach ist das dann meistens. Ja, ich weiß schon, wer zum Geheimdienst gehört hier. Naja, ist auf jeden Fall auch eine andere Geschichte. Geheimdienst. Also ich werde euch mal das Video verlinken, das heißt Frontalangriff von Dr. Kerstin Horten. Das guckt ihr euch dann mal bitte an.
Und ja, das ist letzten Endes nur ein Kriminalkartell, eine Mafia, eine Firma namens Bundesnachrichtendienst. Das ist nichts anderes als eine Mafia, die sich halt diesen Namen gegeben hat, sich ein schickes Logo verpasst hat, naja, ein hässliches Logo. Die haben auch nur diesen komischen Adler da genommen und irgendwie da was gebastelt. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Naja. Ja, ich will jetzt auch nicht vom Thema abschweifen. Der Punkt ist auf jeden Fall, ja, ich für die Leute, die neu zuschalten, möchte das halt alles immer gerne nochmal erwähnen, die das alles noch nicht so gepeilt haben. Aber es werden ja immer mehr, die aufwachen, Gott sei Dank. Denen möchte ich das halt nahelegen. Das ist Geheimdienste. Nichts anderes. Das ist ein Sadomaso, Pissetrinker, Kinderficker, Kinderfresser-Kartell. Was sich nach außen hin als Geheimdienst präsentiert, den Leuten gegenüber, um seriös zu erscheinen. So, das wurde von Nazi-Freimaurern und Kinderfickern und Psychopathen aufgesetzt. Und dann hat man nach und nach noch mehr Psychopathen installiert und das läuft jetzt weltweit in jedem Land so ab. So, ich werde euch das Video verlinken von Dr. Catherine Horton und das Monarch-Projekt. So, auf jeden Fall, ja, die Videos sind so mein letzter verzweifelter Versuch, endlich mal darauf aufmerksam zu machen, dass hier mal endlich was passieren muss, dass wir endlich diese scheiß Geheimdienstler mit ihren scheiß Drecksautisten, Bollerkopf, Legastheniker, Kindern aus dem vierten Abfallcontainer loswerden müssen. Also ich peile das hier auch keiner. Ne, auf jeden Fall so. Ja, wie gesagt, ich musste die Wohnung heute wieder verlassen, weil das ist einfach zu schlimm gewesen. Also ich wurde wieder für meine Implantate im Genitalbereich vergewaltigt hier. Werde jetzt auch wieder vergewaltigt. Aber in der Wohnung, also beziehungsweise im Hausdrittel, also im KZ, ist es am schlimmsten, weil, ja, wie gesagt, weil die Nachbarn auch mit elektromagnetischen Waffen ausstaffiert sind. Und man hat natürlich auch noch den WLAN-Router. Die Implantate können auch über das WLAN halt ganz normal angepeilt werden. Also dieser ganze Elektrosmog und alles. Also in der Wohnung ist es am schlimmsten. Deswegen muss ich die Wohnung wieder verlassen. Wie gesagt, ich werde hier jeden Tag bis zum Orgasmus vergewaltigt. Zumindest bis zum Lusttropfen oder zumindest richtig geil gemacht seit meinem dritten Lebensjahr. Und dann werden mir halt Bilder in den Kopf auch geflasht, in der Hoffnung, ja. Die Hoffnung war halt, mich auch in so einen schwulen, perversen, pädophilen Kinderficker umzubauen, aber wie gesagt, der Schuss, das war ein Schuss in den Ofen, das ging nach hinten los, also man hat genau das Gegenteil eigentlich mit mir erreicht, hier hat mich noch gefestigt. Naja. So. Ja, und deswegen muss ich jetzt auf jeden Fall die Wohnung wieder verlassen. Wenn man das Wohnung nennen kann, es ist ein KZ. Das ist viel zu klein, viel zu eng. Mir als arischen Übermenschen unwürdig. Verhältnismäßig, was ich hier durchmachen musste, steht mir auch mindestens ein Haus für mich alleine zu. Und eine saftige Entschädigung und deswegen, naja. So, also ich darf jetzt im Elend leben, darf mich jeden Tag vergewaltigen lassen, seit meinem dritten Lebensjahr. Mir hat man mein ganzes Leben zerstört, mein Körper zerstört, Hoden zerstört, alles zerstört. Und jetzt glaubt ihr doch nicht ernsthaft, dass ich hier noch an die Geheimdienstler jetzt, dass ich hier noch mit euren scheiß autistischen Legastheniker, Bollerkopf, Kinder aus dem füllten Abfallcontainer hier irgendwie rumficke. So, fairerweise sage ich mal, das gilt hier für alle jetzt, Kommunismus. Hier, ich nehme jetzt hier keinen aus. Machen wir es einfach mal so. War alles nix, war alles scheiße hier so, damit sich keiner ausgegrenzt fühlt. So, auf jeden Fall, auf jeden Fall, ich bin so oder so nicht schwul. Ich bin asexuell zum 100. Mal. B, habe ich eh kein Interesse an irgendwelchen Beziehungen. Auf jeden Fall, nach all der ganzen Scheiße, was hier gelaufen ist, das wollte ich euch nochmal sagen. Ganz ehrlich, mir hat man das Leben zerstört, Körper zerstört, Hoden zerstört und mein Ruf zerstört. Ich stehe überall immer noch offiziell wie so ein Volldepp da. Man macht mich hier auf YouTube fertig mit Trolling-Kampagnen. Ganz ehrlich, wisst ihr von den Geheimdiensten mal, was ihr wollt? Also wie gesagt, ihr hättet euch von Anfang an entscheiden müssen. Entweder man, beziehungsweise das war ein Fehler von euch, der gut für mich war. Ihr hättet euch entscheiden müssen. Prostitutionsroute oder halt, was, wofür ihr euch entschieden habt, Exterminierung. Ihr habt euch für die Exterminierung entschieden. In den Nazi-Todeslagern Armee aus Hildesheim und Albert Schweitzer, Therapeutikum, Psychiatrien sind Nazi-Todeslager, Holzminden. Und ja, das war eure Entscheidung. Gut für mich. Scheiße für euch. Also wie gesagt, ich lasse mich hier nicht doppelt und dreifach ausnutzen. Also ganz ehrlich, ihr habt schon Millionen Euro an mir verdient.
wo ich in diesen Nazi-Todeslagern war. Mehr sogar noch, an den Kinderpornos hat man an mir verdient, an den Snuff-Porn-Filmen hat man an mir verdient. Also man verdient hier ohne Ende an mir. Man verdient hier an mir, indem man hier, wie gesagt, man kann mir durch die Augen gucken, indem man das kann man verkaufen an ja, Sexualperverse, Pädophile oder generell sonst was. Ne? So, daran verdient man, jetzt überlegt man, wie würde man einen Stundenlohn zahlen? Wie würde man einen Stundenlohn zahlen? Dafür, dass man mir hier, das ist ja wie so ein Livestream, dass man mir hier durch die Augen gucken kann, durch meine Augenimplantate, mir durch die Ohren hören kann, durch meine Ohrenimplantate. Link in der Beschreibung zu Dr. Catherine Hortons Video. Na, das ist ja wie so ein Porno-Livestream im Internet quasi, den man bei mir erstens mal illegal gegen meinen Willen etabliert hat und zweitens mal, gegen meinen Willen etabliert hat. Und die nächste Geschichte ist, also der Punkt ist oder so, man verdient sich hier an mir eine goldene Nase. Ich krieg selber kein Penny ab, ich selber darf hier ja im Elend leben, an der Armutsgrenze. Ich habe jetzt noch 20 Euro auf dem Konto. Das ist eine Spende von einem lieben Herrn. Mehr sage ich dazu nicht, aber ich sage nur, so. Ab und an trudelt auch mal wieder was ein, aber unregelmäßig und halt auch nicht viel. Aber ich habe ansonsten gar nichts mehr. Ich kriege kein Hartz IV. Wie gesagt, weil dieser Typ hier der Sachbearbeiter, der will mir eine Wohnung nur geben mit einem Betreuer, habe ich gesagt, hier so eine Scheiße gibt's nicht. Also habe ich ihm auch gesagt, ich bin kein Hilly-Billy oder so ein Bollerkopf oder ein Autist oder sonst was, dass ich hier irgendwie mich nicht selber versorgen kann oder verwalten kann. Im Gegenteil, bin arischer Übermensch, viele Talente, ich kann alles. Brauche auf jeden Fall keine Hilly-Billys hier in meinem Leben, da die mir irgendwie sagen, was ich machen soll. So, also Hartz IV ist gestorben, Arbeit hat man mir auch alles zerstört, Stasi zersetzt und ich habe keinen Abschluss. Dank euch. Deswegen sage ich also, ich bin Opfer einer Totalzersetzung und das versuche ich den Leuten klar zu machen. Deswegen muss ich das auch in jedem Video halt immer wiederholen, weil es halt auch so wichtig ist. Fakt ist auf jeden Fall, fassen wir es kurz zusammen, ich kann so und ich will auch gar nicht ehrlich gesagt mehr arbeiten, weil ich finanziere auch nicht noch das Kartell, was mich zerstört und diese ganzen Geheimdienstwichser über meine Steuern, dann nix da. Aber ich kann so oder so nicht arbeiten, ich kriege kein Hartz IV. Das heißt also, meine Hoffnung ist, ich hoffe auf einen Systemzusammenbruch und dann danach das System verklagen bzw. die Geheimdienste verklagen und alle, die da mitgewirkt haben. So, wie gesagt, also ich kann euch nur sagen, früher oder später wird der Tag kommen und dann sehen wir uns alle vor Gericht und die Leute, die jetzt, die wissen schon, wer gemeint ist. Die Leute wissen ja, wer in meinem Missbrauch involviert ist. Also die Geheimdienste selber wissen ja, wer das betreibt. Ich kann euch nur sagen, wir sehen uns hier vor Gericht, früher oder später, und ich werde keine Gnade zeigen, genauso wie ihr hier bei mir keine Gnade gezeigt habt. Und ich glaube, dass sich dann der Ton ändern wird. Also wie gesagt, ich sag mal so, ich bin mal gespannt, wie ihr dann drauf seid. Wie gesagt, ich werde mich für eure Todesstrafe einsetzen. Wie gesagt, für meinen Part dann auch noch natürlich die 30 Milliarden Euro Entschädigung. Also wir sind auf jeden Fall schon im Milliardenbereich. Heißt also, wenn das hier irgendwann mal vorbei ist, werde ich steinreich und muss auch nichts mehr machen. Das ist auch gut so, das ist auch fair so. Ich habe mehr als genug psychisches Leiden durch. Also wie gesagt, man malträtiert mich hier seit 21 Jahren, jetzt seit meiner Geburt. Und das ist ein Knochenjob, ich arbeite 24/7 ohne Pause. Also das muss mir auch mal jemand nachmachen, ne? Als Zersetzungsopfer halt. Ich werde gequält mit Mikrowellenwaffen. Ich wurde gequält mit Mikrowellenwaffen seit meinem dritten Lebensjahr. Ich werde vergewaltigt jeden Tag bis zum Orgasmus von irgendwelchen voll degenerierten Boller- und Ballonköpfen, wo ich mir eigentlich so denke, die hätten an meiner Stelle. Ich wurde mehrfach in Nazi-Exterminierungs-Deathcamps gefoltert. Von diesen, und das pisst einer noch aus an. Wenn du denn diese degenerierten Boller- und Spastiköpfe siehst, wo du dir denkst, Alter, was haben die für einen Ballonkopf? Kann ich da mit einer Nadel reinpieken und wenn ich da reinpieke, platzt der dann auf oder was? Scheiß Bollerkopf, ey. So was denkt man sich dann. Ne? Es pisst einen halt an, wenn man dann diese degenerierten Spastiker-Autisten sieht. Die denken, die wären die Übermenschen, aber dabei bin ich der arischste Übermensch hier von allen. Ja. Ah, scheiße, das ist halt die scheiß Freimaurer mit ihren kleinwüchsigen, verkorksten, missgebildeten Dreckskindern. Ja, aber weil die Eltern halt Kartellmitglieder sind, kriegen die Kinder dann halt alles in den Arsch geblasen und nee.
wird Zeit, dieses System abzuschalten, dieses Kartell, und dafür kämpfe ich. Fakt ist, die Leute, die Geheimdienste wissen ja schon, mit wem er mich zusammenbringen will hier und alles. Es ist ein bisschen chaotisch durcheinander alles, aber es wird sich alles aufklären, früher oder später. Ich wollte das auf jeden Fall nur mal loswerden, ich will das Video auch gar nicht so lange machen. Wir bleiben ja auf jeden Fall nur noch diese Videos. Huti-Musik hören, auf einen scheiß Systemzusammenbruch warten und sich dann irgendwann diese scheiß Geheimdienste vorknöpfen. So. Weil hier keiner mal den Arsch hochkriegt, mir richtig zu helfen mit einer anständigen Spende, auch mal mehreren oder generell, na gut, Spenden bringen ja auch allein nichts. Ich brauche auch einen anständigen Anwalt, der mir mal hilft gegen dieses scheiß System auch vorzugehen und sich das auch. Ich brauche vor allem auch einen Anwalt, der sich das traut, gegen den Geheimdienst vorzugehen. Die werden ja auch alle so ein bisschen unterm Nagel gehalten. Naja, ist auch egal. Auf jeden Fall, ich werde niemals kooperieren. Ihr habt genug Geld an mir verdient. Ihr wolltet mich mehrfach umbringen. Es gab wieder vor kurzem einen Mordanschlag. Allerdings ist euer autistischer Mikrodödel aber von euch Geheimdienst dann zu klein, als dass man sich traut, selber zu machen. Also man will die Opfer da halt in Suizid treiben, aber man traut sich nicht selber irgendwas zu initiieren. Ja, richtig feige Arschlöcher. Wie gesagt, ich werde das alles in meinem Gerichtsprozess erwähnen. Ja, und dann würde ich mal sagen, Todesstrafe. Also, Todesstrafe für Familie Rosenberg, Todesstrafe für Familie Beil, Todesstrafe für diese ganzen anderen Freimaurer-Drecksfamilien hier, Todesstrafe für Familie Behrens, Todesstrafe für Familie Schärfke, Todesstrafe für meine Familie. Ja, das wird hier noch ein böses Ende nehmen, alles. Früher oder später. Für euch. Nicht für mich. Mich wird es ein gutes Ende geben. Früher oder später. Also früher oder später bricht das hier sowieso alles zusammen. Also wir sehen uns vor Gericht. Thema durch, ich werde euch nochmal was anpinnen. Wie gesagt, auf jeden Fall, so worauf will ich hinaus, bitte hört auf, mich jeden Tag zu vergewaltigen, verdammt. Schiebt euch eure drecksautistischen, missgebildeten, Fortnite-spielenden, verblödeten Geheimdienstkinder in den Arsch. Ich habe ein hohes Niveau und eine hohe Intelligenz und ich kann so oder so erstens mal mit solchen Versagern nichts anfangen. Zweitens, ich bin jetzt mal offen und ehrlich, zweitens, glaubt ihr doch wohl selber nicht, dass ich nach all dieser ganzen Scheiße hier, nachdem er mir jahrelang nur Leid und Unrecht angetan hat und nie irgendwas für mich getan hat, nachdem er mich jetzt hier im Internet mit Hetzkampagnen fertig macht, dass ich mich noch auf eure verblödeten Dreckskinder einlasse. Nee, das läuft nicht. Ich kann euch nur eins sagen, gesteht endlich der Polizei oder nehmt euch besser das Leben oder beides. Früher oder später wird das hier sowieso alles aufgedeckt werden und dann wird es auch nicht besser für euch. Tja, also, selber schuld, ihr werdet zahlen müssen für eure Verbrechen. Ihr scheiß Pisse trinkenden, Kinderfickenden Freimaurer. Nicht mit mir. Also ich lasse mich da nicht mit reinziehen und irgendwie verarschen und ne. So, selber schuld. Wer nicht mehr will, muss fühlen. Ihr habt angefangen. Ihr habt den Angriff gegen mich als arischen Übermenschen gestartet. Und jetzt mache ich euch als arischer Übermensch, als ein Mann-Armee platt. Peng. So, also nicht mit mir. So eine Scheiße hier. Und dafür steht mir schon alleine eine Millionenentschädigung zu, dass man mich so gekränkt hat und mit was man für einen Dreck zusammenbringen wollte. Wo ich mir so denke, Alter, wo gabelt man diese Leute auf hier? Irgendwelche, wie gesagt, behinderten Autistenkinder und ach, hör auf, ey. Sag mal, wo ich mir so denke, die gehören doch eigentlich irgendwie. Die hätte man in den Müllschredder schmeißen müssen, wo sie gezeugt wurden. Ja. Oder weiß ich nicht was. Aber die hätten auf jeden Fall an meiner Stelle eigentlich sein müssen, diesen Nazi-Death-Camps. Die können doch eh nichts. Die Dreckskiddies da vor den ganzen Geheimdienstlern. Ja. Ganz einfache Kiste, ne? Es ist einfach nur noch ätzend. Wirklich. Es ist einfach nur noch ätzend. Also, wie gesagt, ich werde nicht nachgeben.
Es wird euch, ihr werdet das teuer bezahlen müssen. Es ist wie Leben auf Kreditkarte, ihr scheiß Geheimdienstfritzen. Da. Ich sage euch das, früher oder später müsst ihr dafür bezahlen. Und dann heißt es 30 Milliarden für den Adrian und Todesstrafen für euch. Arschlecken dann. Wie gesagt, und das ist möglich, weil das ist hier Hochverrat, was hier läuft. Und da kann man die Leute mit dem, über den Nürnberg-Code dann auch hinrichten lassen. Ne? Dafür werde ich mich auch stark machen. Überleben lassen ist zu gefährlich. Die vernetzen sich dann wieder alle im Gefängnis da und das geht auch nicht. Da muss man da hart sein. Das ist wie mit Unkraut. Da muss man hart sein, sonst kommt es immer wieder. Ganz so einfach. Wenn du nur die Blätter abzupfst, bringt gar nichts. Musst du mit der Wurzel rausreißen. Also alle Geheimdienstler, alle Freimaurer mit ihren ganzen Dreckskindern, mit ihrer ganzen Sippe, alle Kopf ab, zack, mit einem Hackebeil. Die Afrikaner sind da fortschrittlicher. Da nimmt man sich eine Machete, dann wird der scheiß Kopf abgehackt und dann ist gut. Und hier, was ist hier? Irgendwelche Papierkram, Gericht, Bürokratie und das und hier und ach. Und hier ist eine Akte verschwunden und Lüchte und hast du nicht gesehen? Meine Güte, nehmt euch die Leute bei der Brust, nehmt eine Machete und hackt denen den scheiß Schädel ab. Meine Fresse. Ich sehe schon, komm, ich habe das SEK vor der Tür. Herr Milosevic, Supersoldat. Hast du da was da in deinem Video? Da. Ja, lebt mal lieber pädophile Kinderschänder hoch hier. Ihr Verbrecher. Ihr Huren des Systems. Ich bin keine Gefahr. Ich kämpfe dafür, dass wir alle frei werden. Ach, meine Fresse, ey. Ach so, was mir jetzt natürlich einfällt, wenn jemand hier irgendwie vielleicht Arbeit hat für mich hier in Einbeck, darauf würde ich mich, und das halt mit Berücksichtigung, dass ich Stasi-Zersetzungsopfer bin, dass mir die Geheimdienste alles kaputt gemacht haben, weil ich will ja nicht nur rumheulen. Ich würde selber natürlich auch schon gerne arbeiten, dass ich mir eine Wohnung finanzieren kann, so ist es nicht. Gerne in die Kommentare oder E-Mail adrianmilosevic@t-online.de oder Adrian oder kaiser369@t-online.de. So, jetzt aber. Also bevor jetzt einer sagt, ich bin eine faule Sau und ich will nicht arbeiten, lasse ich mich nicht unterstellen. Im Gegenteil. Gut, ich arbeite natürlich schon 24/7, aber gut. So ist das heutzutage. Heutzutage muss man 3-4 Jobs machen, wa? Naja, auf jeden Fall, der Punkt ist auf jeden Fall, also so ist es nicht, dass ich jetzt hier, also bevor hier irgendwer sagt, ich bin eine faule Sau und nee, das ist nicht. Aber ich kann halt bloß keine Arbeit finden, weil die Wichser vom Geheimdienst mit ihr kleinen Mikrodödel mir alles versaut haben. Aber vielleicht sieht ja irgendwer das Video und sagt, hier, Adrian, ich stelle dich trotzdem ein, weil du so ein arischer Übermensch bist und auch kräftig zupacken kannst. Und trotz, dass du mit deinen Schulterimplantaten gefoltert wirst und Pipapo und hast du nicht gesehen. Naja. Alles Scheiße. Auf jeden Fall, ich sag euch mal eins davon den Geheimdiensten, ne? Ihr glaubt doch nicht ernsthaft, dass ich jetzt irgendwelche Schwänze lutsche und Pisse trinke, nochmal, nachdem ich das in der Kindheit schon über mich ergehen lassen musste. Der Dank dafür ist, dass ich jetzt hier im Elend leben darf, gar nichts habe. Ihr glaubt doch jetzt nicht, dass ich nochmal Schwänze lutsche. Und dann, was kommt denn dann? Dann werde ich eingesperrt oder ermordet oder was? Ich sehe ja das. Also, nee, verarschen das nämlich auch nicht. Und selbst wenn, also ich lutsche doch jetzt hier keine Schwänze, um das zu kriegen, was ich mir selber hätte erarbeiten können. Irgendwelche Autos oder sonst irgendwas. Hallo? Nee, also läuft nicht. So, ich sag jetzt hier keine Namen wegen Anzeigen und so, um das zu ersparen. Aber die Leute, die hier an meinem Missbrauch partizipieren, die wissen schon da, wer gemeint ist. Ich sag euch eins, ich ziehe euch alle vor Gericht und dann, wenn hier irgendwann mal wieder ein anständiges System kommt oder sonst was oder es zusammenbricht oder was, und dann ist hier gut, ey, hab keinen Bock mehr drauf. So. So viel mal dazu. Er ist irgendwie ein bisschen durcheinander, ist ein bisschen Kuddelmuddel. Verzeiht's mir, man lässt mich auch nicht schlafen. Durch die ganzen Körperchips werde ich wachgehalten, jede Nacht, seit Jahren. Heißt also, ich schlafe eigentlich tagsüber. Das ist ganz komisch. Es ist schlimm. Es ist schlimm. Ja. Gut.
So, ab ins KZ, zurück in mein für mich persönlich gestaltetes Nazi-Konzentrationslager. Mein elektromagnetisches Gefängnis. So. Ja, man kann dieser Folter nicht entkommen. Das ist so vor allem. Ich möchte gerne in die Zeit zurück, wo man mit Schild und Schwert gekämpft hat. Echt. Du kannst nicht entkommen. Ich bräuchte 1000 Euro Baldachin. So. Nicht mal da ist eine Garantie. Also, oder irgendwie irgendein Metallschuppen, irgendwas, was abschirmt und wo du wirklich auch, der Boden muss natürlich auch dicht sein, wo keine elektromagnetischen Funk- oder Radiowellen rankommen. Aber ohne Moos nichts los, also bin ich diesen Wichsern schutzlos ausgeliefert. Meine Fresse, ey. Ach, pisst mich alles an. Musste mal wieder raus. So. Piss sein, alles an, glaubt mir das. Hoffentlich hat das bald alles ein Ende und das wird alles aufgedeckt. Und dafür kämpfe ich auch. Sechs geil, die ist so. Ja, beten tue ich auch schon, hilft auch nichts. Aber wir müssen hier wirklich jetzt da mal anfassen. Nee, alles, was ich möchte, ist meine Kindheit zurück. Die werde ich nie zurückkriegen, also wie gesagt, 30 Jahren. Da fangen wir an, mindestens. So. Wie gesagt, ich bin mal gespannt, wie lange das Spiel hier noch geht. Also ich werde nicht nachgeben. Ja, da hat sich ja Karl wirklich den Falschen angelegt. Und ich kann nur sagen, es wird übrigens nicht günstiger für euch, sondern teurer. Irgendwann sind wir dann bei 60 Milliarden, mir soll das egal sein. Aber, naja. Arschlecken, sag ich nur, und schiebt euch eure scheiß Dreckskinder in den Arsch. Also ich lutsche jetzt garantiert nicht nochmal Schwänze, nach dem, was man mir angetan hat hier. Lass mich hier nicht für Pornos ausnutzen, Nummer 1. Und Nummer 2 ist, ne, das spielt sich nicht ab hier. So. So, ihr wisst ja eh, wo ich wohne, ihr habt ja auch meinen Wohnraum schon von innen gesehen, das KZ da. Ja, wie gesagt, wenn man das mal so im Kopf hat, was ich ihm leisten muss, dass ich dann hier so leben darf. Hier, scheiße ich drauf. Ganz ehrlich. Ich habe was Besseres verdient. Ich bin Übermensch, ich bin groß, bin klug, habe arische Füße. Ja, ist zu eng und zu klein hier. Da wird man automatisch aggressiv. So, ich habe auch keinen Bock mehr jetzt. Ja. Also was soll ich noch sagen? Ich kann euch eins sagen von den Geheimnissen. Ich mache euch die scheiß Hölle heiß. Genau. Ganz einfache Kiste, ey. Ich hab da keinen Bock mehr drauf. Ihr habt euch mit den Falschen angelegt. Und rafft eins mal hier von den Geheimnissen. Wenn ich Forderungen stelle, haben die umgesetzt zu werden und zwar sofort, ohne zu Verzögerung. Weil sonst wäre ich mich richtig pissig. Und dann gibt's Konterangriffe. Ja, außergerichtliche Einigung wäre mir natürlich am liebsten, Herr Karl, ne? Also, sollen Sie mal für das hier 30 Milliarden bald antanzen auf meinem Konto. Und peng, ehrlich. Ich bin langsam richtig angepisst. So. Wie gesagt. Wir könnten das außergerichtlich machen. Sie könnten mir 30 Milliarden überweisen, stellen einfach die ganze Energiewaffenfolter, diese ganze Bewachung gegen mich ein, dann wäre das Ding durch. Ich kaufe mir mein Haus und dann ist Feierabend hier. Ja, ne? Wisst ihr was, ey. Echt. So, ich habe keinen Bock mehr. Das wäre die einfachste Möglichkeit. So. Genau. So. So, ich muss jetzt auch auf Toilette. Ich habe keinen Bock mehr. Auf jeden Fall, ja. Wir sehen uns im nächsten Video. Das wollte ich mal loswerden. Auf jeden Fall, ich wollte nur sagen, ihr kriegt mich nicht lebendig in dieses Kartell und wir sehen uns vor Gericht. Ja, genau, ganz einfache Kiste hier, echt, ey.